wo schon bei Samen. Vor ungefähr einem Jahrhundert ist der Maler und Schriftsteller Camille Claus geboren. Zwei Ausstellungen und sämtliche Veranstaltungen sind ihm jetzt gewidmet und es ist wirklich Gelegenheit, den künstlich und humanistisch aus dem Elsass frisch zu entdecken. Kommen mit, Bilder sind von der Hanna Strobel. Kunst hat keinen Sinn. Kunst ist einfach Kunst. Ein Bild ist ein Bild. Und ich glaube, ein Bild soll man eigentlich betrachten, wie man so einen Untergang betrachtet. Man freut sich ja auch nicht, was für einen Sinn so ein Untergang hat. Man bewundert ihn. Man lebt ihn. Und so soll es auch mit einem Bild sein. Ende 2020 wird der Strossbauer Camille Claus 100 Jahre alt geworden. Er hat sich immer gegen Auslehrungen von seinen Werken geweigert. Auch die Ausstellung vom Musée von Paso in Drusen zeigt die ganze Evolution von seinen Gemälden. Die ältesten stammen von 1945, wo er in Tambov gefangen ist. Das Malen hat mir immer geholfen. Ich habe nämlich nicht Brüche schaffen zu gehen im Wald, und wo ja so viele Kameraden um sind gekommen. Ja. Ich habe gerne im Lager geblieben und habe gemalt. Ende Jahre 40 stellt er schon uns im Elsass und in Paris. Er hat eine kubistische Periode und malt auch viel abstrakte, geometrische Tafeln. On pensait qu'après l'horreur de la Shoah, après ce drame terrible, qu'on ne pouvait pas revenir à la figuration du corps. Et donc Camille Claus s'inscrit dans ce débat. Il tente l'aventure abstraite, mais se dit très vite, mais qu'est-ce que je fais avec ça? C'est-à-dire, ça ne me suffit plus. Der Wendepunkt kommt 1950 mit dem Gemälde, eine Mischung zwischen Wirklichkeit und Traumdarstellung. Alors c'est lui, hein, c'est Camille Claus, flottant avec une lampe. Il est en train d'éclairer une espèce de nature morte et une table. Mais on retrouve aussi tout ce qui fait partie de sa propre mythologie. Par exemple, une poterie de Souffleneim. Ich bin als in Ferien gesehen bei meinen Großeltern in Süfflum. Die sind Hafner gesehen. Und dort habe ich alles angestellt, was man sich nur denken kann. Ab 1950 und während einem halben Jahrhundert durchsucht er in voller Freiheit seinen persönlichen Stil. Eine figurative Kunst, weit von den zeitgenössischen Bewegungen. Il réinvestit la métaphore, il réinvestit le surréalisme, il réinvestit l'inconscient, hein, l'homme flottant, ce personnage du peintre qui regarde le monde. Tout ça est présent dans la peinture de Camille Claus. Sein Leben lang stellt sich der Künstler selber Frage. Was ist der Zusammenhang zwischen Mensch und Welt? Und was ist eigentlich ein Mensch? Was habe ich noch von dem Kind eigentlich? Den Namen und das Geschlecht. Aber sonst bleibt nichts mehr übrig. Alles hat sich geändert während einer langen Jahre und ändert sich wieder. Und dadurch kann ich nicht sagen, au fond, wer ich bin. In der protestantischen Mediathek von Strossbury wird das humanistische Denken vom Künstler erwähnt, sein Dichterwerk und man sieht sogar seine Farbenpalette. Die Farben sind epäs und sind hoch gewesen. Und jedes Jahr ist abgekratzt. Und das Jahr wieder ist wieder in hoch gekommen. Unter seinem Pinsel sind auch religiöse Bilder entstanden. Doch er selber hat sich an keine Geisteshaltung angeschlossen. Er ist nicht von einem, er ist von allen. Und das ist, glaube ich, seine Force. Und das hat er uns gegeben. Die Ausstellung präsentiert auch seiner Livre du Jour Blätter mit Gedichten und Aquarellzeichnungen, ein Unikum, das noch nie gezeigt wurde. Und seit seinem Tod bemüht sich ein Verein, das gesamte Werk von Camille Claus besser bekannt zu geben. Das Malen, das ist der Akt. Das interessiert mich, denn während ich mal, lebe ich. Und wenn das Bild fertig gemalt ist, dann ist es wie tot. Es interessiert mich eigentlich nicht mehr. Jetzt ist also wieder Zeit für Frach oder Frech. Und diesmal ist Anni Kriebel aus Mulsen dran. Ich bin Anni Kriebel von Mulsen.
Was machst du dann? Ich bin pensioniert, ich bin in der Bürohaltung in Freyr. Bist du frach oder frech? Manchmal bin ich frach. Mit den Beselitz. Was machst du gern am liebsten? Ich kreise gerne, ich gehe gerne in die Natur. Ich mache viele Wanderungen im Wald, im Donau und in der Gegend von Zauberen. Und wenn ich daheim bin, koche ich gerne und nein. Hast du ein Lieblingsfoto für Elsassisch? Ja, der Bananenschüttler. Das ist eben, wie ich nicht viel machen will. Wem sagst du das? Oh, niemals. Das ist so ein Wort, wie man geblieben ist von der Kindheit. Was kochst du am liebsten? Ich koche gerne Fisch und mein Lieblingsessen ist ein Repas Marquer mit einem Schiefel und gut gebratelten Grumbeeren. Tee oder Kaffee? Kaffee. Ich wohne ja im Holz, wir sind Kaffee-Bisto, nur haben wir alle gerne Kaffee. Kurz oder lang? Also kurz, wenn es weh macht und lang, wenn es angenehm ist. Was vertragst du nicht im Elsass? Oh, wenn die Litze grob sind. Sind die Elsasser grob manchmal? Manchmal, ja.